Und jetzt kommen wir zu einer jungen Dame, die zurzeit eine Männerdomäne gehörig aufmischt. Jasmin Dersch aus Marburg ist gerade mal 18 Jahre alt und schon so gut wie deutsche Meisterin im Quadfahren. Und das, obwohl das letzte Rennen noch nicht einmal gefahren ist. Schon jetzt ist sie uneinholbar vorn. Vollgas geben und niemals auf die Bremse treten. Mit bis zu 120 Kilometern pro Stunde fliegt Jasmin in ihrem Quad über den Asphalt und hat damit die Herren der Schöpfung völlig überfahren. Man hat es nicht einfach, man kriegt nichts geschenkt. Man wird auch blöd angeguckt auf den Rennen, wenn man ankommt, so von wegen, was willst du denn hier? Und wenn man so dann hinter sich lässt, die Männer, dann wird schon mal blöd geguckt. Und diese Saison wurde besonders blöd geguckt. Denn die Quad-Lady setzte sich zum ersten Mal gegen alle ihre männlichen Konkurrenten durch. Nun ist sie deutsche Meisterin. Ein Erfolg, von dem sie schon als kleines Mädchen geträumt hat. In jeder freien Minute verwandelt sich die Auszubildende in eine Rennsportlerin. Ein teures Hobby, stolze 20.000 Euro kostet der fahrbare Untersatz. Doch ihr Freund weiß, warum Jasmin aufs Quad gehört. Weil sie sehr ehrgeizig ist und es nicht auf sich sitzen lassen kann, dass sie hin und rumfährt und gerade als einzige Dame im Fahrerfeld, da will sie dann halt schon beweisen, dass sie schneller ist als manche Männer. Und das hat sie dies ja auch sehr erfolgreich bewiesen. Beweisen will sich Jasmin auch vor unserer Kamera. Angst kennt dieses Mädchen nicht. Doch plötzlich der Schockmoment. Jasmin verliert die Kontrolle über ihr Fahrzeug und überschlägt sich mehrfach. Doch Glück gehabt. Gut, dass der Adrenalin-Junkie hart im Nehmen ist. Kleine Schürfwunden werden gekonnt ignoriert und schon schwingt sich Jasmin wieder aufs Quad. Denn der Quadsport ist für mich einfach das Geilste, was es auf der Welt gibt. Seitdem ich das erste Mal auf einem drauf saß, gab es für mich nichts anderes. Und zwar eigentlich klar, der Sport oder keiner. Ich könnte es mir jetzt nicht vorstellen, irgendwie zu reiten oder Ballett oder sowas zu machen. Und warum auch, wenn man beim Quadfahren doch so schön alle Kerle hinter sich lassen kann.